Es gäbe nichts Schlimmeres als diese verdrießlichen Bergwerksplaneten. Und jetzt brechen wir zu einem unbekannten Planeten auf, um einen Diktator zu stürzen. Aber wenn unser Master es wünscht, dass Monjulba wieder seinen Thron besteigen soll, dann müssen wir zwei eben helfen. Alles an einem Tag geschafft. Aber meine armen Stromkreise halten diese übermäßige Beanspruchung nicht länger aus. Hey, wo hast du denn bloß gelernt, dieses Ding zu fliegen? Wollt ihr nur noch Tamusan oder nicht? Aber ja, das weißt du doch. Also jetzt ist mir klar, warum man dich alte Eisenhose nennt. Aber wie du auch immer richtig heißen magst, ich glaube nicht, dass wir noch länger... Du bist das! Ich konnte mich ja noch gar nicht bei dir bedanken, dass du mich... Dass ich dich im Café gerettet habe? Vergiss es. Hey, nenn mich Jess. Hey, Onkel Gandhi! Du weißt doch, Jen, wie sehr ich Abschied hasse. Da dachte ich mir, mach es eben auf diese Weise. R2-D2, das sollte doch eine private Mitteilung für Master Jen sein. Das macht ja nichts, R2. Es ist höchste Zeit, dass du deinen eigenen Weg gehst. Tu also deine Pflicht und hilf deinem Volk. Aber denk dran, du musst auch ganz besonders auf dich Acht geben. Denn das kann dir niemand abnehmen. Jen, sind wir schon angekommen. Du bist fast zu Hause. Ich hoffe nur, wir kommen noch rechtzeitig an, um Babek Chas Krönung zu verhindern, Monjulpa. Wer ist dieser Sadik Cha? Er ist ein böser Visier, der mir meinen Thron streitig machen will, wenn ich ihn nicht rechtzeitig daran hindere. Ihr könnt aber noch umkehren, wenn ihr möchtet. Nein, wir bleiben bei dir, egal was passiert. Tamusan, vorwärts los! Wer ist es, der den zukünftigen König von Tamusan, unseren über alles geliebten, gnadenreichen, hoheitsvollen Alleinherrscher, zu sprechen wünscht? Was ist mit dem königlichen Zepter? Hast du es? Bald. Julpa bringt es nach Tamusan. Was? Morgen bei Tagesanbruch werde ich Satecha, der König von Tamusan. Aber nur, wenn ich bis dahin im Besitz des Zepters bin. Julpa darf sich da nicht einmischen. Du wirst beides haben, das Zepter und Julpa. Wehe, wenn dir das nicht gelingt, IG-88. Was ist das? Das sind Korsaren. Was? Piraten! Ich versuche sie aufzuhalten. Fertig? Jetzt! Schade, ich habe sie verfehlt. Sie sind genau vor uns. Was sollen wir tun? Setz dich hin und warte. Ich glaube, es wird sehr ungemütlich werden. Fahr genau hinein, damit ich ihre Motoren zerstören kann. Alles bereit. Zerstöre sie! Wir sind gekommen, um uns zu vernichten. Wir sind verloren. R2, bereite die Abkopplung vor. Schon passiert, Sir. Jetzt! Ja! Gut gemacht, R2. Wir werden sie verfolgen! Captain Kaibo, wir werden angegriffen! Das soll Ihnen eine Lehre sein. Julpa wird mein Gefangener. Wehe dir, wenn du ihn tötest. Jess. Wie schlimm ist es? Nur gebrochene Rippen. Ich bin gegen die Konsole gefallen, als wir sie rammten. Sie muss medizinisch versorgt werden. Verzeihung, Sir, aber ich glaube, wir haben Besuch bekommen. Nashomif! Das sind Satichas Bewacher. Die wollen, dass wir uns ausweisen. Wir müssen schneller sein als sie. Vielleicht kann ich da irgendwie helfen. Samif der Egmetzen. Ja, Aukma, dann Danza. Was hast du zu
Sie ihm gesagt, 3PO? Nun, ganz einfach, Sir. Ich sagte, wir kämen als Abgesandte anlässlich der Krönung des Visiers. Und dass wir nur wegen ihrer Dummheit für Piraten gehalten wurden. Und dass bei weiteren Schwierigkeiten eine Meldung an Satek Cha erfolgen wird. Das war gute Arbeit, 3PO. Täuschung ist zwar nicht meine starke Seite, aber wir sind doch Diplomaten. In gewisser Weise. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein, Solek. Ja, aber werden wir hier auch sicher sein, Mon Jupa? Ich glaube schon, Solek. Bring Jessica zur Sanitätsstation und komm danach ins Restaurant. Master Chen, warten Sie auf mich! Lasse mich nicht erniedrigen. Ich bin ein Würdenträger. Ich gehe als Erster. Wieso sagst du, meine Schnürsenkel seien offen? R2-D2, komm sofort zurück! Es steht geschrieben, dass der, der das königliche Zepter dem Turmhüter zur Zeit der ersten Sonne des Äquinox überreicht, rechtmäßiger Herrscher von Tamosan wird. Das ist ja morgen bei Tagesanbruch. Also müssen wir irgendwie bei Tagesanbruch durch Satek Chas Festung hindurch in den Turm gelangen. Mein Vater hat mir einmal erzählt, dass es einen geheimen Zugang zur Festung gäbe. Was ist das, ein Spion? Oh, ich muss ihn aufhalten. Julpa, bitte bleib du hier, bis ich zurückkomme. R2, 3PO, ihr seht nach, wie es Jess und Solek geht. R2-D2, da geht es doch nicht lang. Warte auf mich. Mein Zepter. Eine Durchsage an das medizinische Personal. Ein Notfall in der Einheit V6. Dieser R2 hat sich diesmal wieder ein starkes Stück geleistet. Warum muss ausgerechnet mir sowas passieren? R2-D2, was machst du denn jetzt? Dein Gejammer hilft dir überhaupt nichts. Folge mir und sei ruhig. Oh, mein Gott. Lass mich dir helfen. Das war natürlich auch meine Schuld. Ich bin ein Sanitäter-Droide. Ich muss das Essen hier an die Patienten austeilen. Gib ihn mir wieder, du Blechkopf! Es besteht kein Grund für eine solche Ausdrucksweise. Gib ihn mir wieder! Wenn du darauf bestehst. R2, ich glaube, du solltest... R2, warte! Komm sofort zurück! Beim Fortner können wir ja wohl keine Informationen einholen. Ich muss mir einen anderen Plan ausdenken, um Mistress Jessica zu finden. Mistress Jessica und Solek sind vor langer Zeit von ihr weggebracht worden und eine Eskorte des Visiers hat sie bewacht. Wir müssen Master Jen und Prinz Julpa warnen. Hallo, du Blechkopf! Hilf mir, R2! Oh, warte, dich krieg ich! Oh, jetzt hab ich dich! Nein, jetzt hab ich dich! Und Satek Cha hat Julpa! Gibst du, R2, du hast uns wieder mal in Schwierigkeiten gebracht. Entschuldigen Sie bitte, wie kommt man denn hier zur nächsten... Master Jen? Sie haben Julpa gefangen. Und Jessica und Solek haben sie auch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Genau gesagt, 2 Stunden und 13 Minuten, Sir. Folgen Sie ihm nicht, Sir. Der findet sich in einem Fahrstuhl nicht zurecht. Hier ist das königliche Zepter. Nachdem ich es im Turm niedergelegt habe, werden die Sonnenstrahlen es verkünden. Ich bin der König von ganz Tamosan. Du hast verloren, Julpa. Verbeuge dich vor deinem neuen Herrn. Nein, ich beuge mich nur dem Willen meines Volkes. Runter mit dir!
Und was deine Freunde betrifft, die sind in den besten Händen. Sie sind entkommen! Ihr Idioten! Aber du wirst mir nicht entkommen. Hast du das gehört? Ich bin neuerdings sehr beunruhigt, weil er immer schlechte Laune hat. Vielleicht liegt das an seiner besonderen Diät. Winga! Bring ihn zu dem Abgrund! Na, meine Liebe, vielleicht hast du Spaß daran, ein kleines Vorspiel zu meiner Krönung. Ich glaube, wir sollten es an einer anderen Tür versuchen. Julpa hat gesagt, es gäbe keine anderen Türen. Auweia! Was? Überanstreng deine Stromkreise nicht, 3PO. Nichts wird hier jahrhundertelang währen. Ich glaube, wir sollten uns verteilen. Genau. Oh, schnell! Vielleicht sollten wir doch lieber zusammenbleiben. Wow! Lava! Zadek Shah hat aber einen hübschen Spielplatz. Lass ihn doch wieder da raus! Bitte lass sie gehen, sie hat damit nichts zu tun. Du hast hier gar nichts zu bestimmen! Hast du gehört? Ich mache mit dir, was ich will, genauso wie mit allen deinen getreuen Untertanen! Ich glaube, hier drin sind wir sicher, oder, Master Jack? Nein, 3PO. Ja, jetzt bezweifle ich es auch. Es muss hier einen Mechanismus zum Verschließen geben. Oh, vielleicht einer dieser Steine. Achtung, der Fußboden! Oh, Verzeihung, Sir. R2, tu doch was, beeil dich! Die Wände halten den Druck nicht aus. In Deckung, 3PO! Das ist nochmal gut gegangen. Komm, wir gehen hier entlang, 3PO. Wenn Sie darauf bestehen. Zufrieden sind sie sehr zahm und gefügig. Aber wenn sie wütend sind, gibt es in ganz Tamusan keine Bestie, die es mit ihrer Bösartigkeit aufnehmen könnte. Entschuldige, R2, du bist tatsächlich derjenige, der immer den richtigen Weg weiß. Ich hätte dir lieber nicht folgen sollen, du Kurzsichtiger. Was sollen wir jetzt tun, Sir? Das wüsste ich auch zu gern, 3PO. Willkommen in der Grube! Ich würde nur zu gern hierbleiben und zusehen, aber ich weiß natürlich auch so, wie die Sache ausgeht. Hey, aber vielleicht möchtest du lieber eine andere Art von Unterhaltung haben. Komm, du sollst Zeuge des historischen Verlaufs meiner Krönung sein. Bring sie hierher! Lass mich los! Jen! Jen! Jolpa! Ich bin erledigt! Bitte, rettet mich! Oh, oh.
er denn jetzt? Kleeks. Ah, dein Droide hat den Durky von dieser Insektenplage befreit. R2D2, hör auf, mit diesem scheußlichen Ding rumzuspielen und bring uns hier raus. Oh, vielen Dank, Sir. Nein, R2, du kannst ihn nicht behalten. Beeilt euch! Die Sonne wird bald aufgehen und das Zepter muss bis dahin unbedingt im Turm sein! Oh nein! Ich habe es! Nein! Vielen Dank! Ich versuch's ja, aber welcher Knopf? Welchen Hebel, R2? Ich glaube, jetzt hab ich es. Schön festhalten, R2! Joypa! Fang auf! Bleib stehen! Auweia! Ach du meine Güte! Wie verhängnisvoll! Uns bleiben nur noch wenige Sekunden, um das Zepter an Julba zu übergeben, R2. Ich werde das Ding hier mal schneller vorwärts bewegen. Vinga! Bring es her zu mir! Ich bin hier, oh Hüter des Turmes! Vinga, bitte schnell! Wächter! Aus dem Weg! Monjulpa, König von Tamusan! Hurra! Hurra, Monjulpa! Das war genau im richtigen Moment. Vinga, du bist ein Idiot! 3PO! R2! Sehr gut gemacht, R2. Ja! Hurra, Satekcha, König von Tamusan! Bringt sie weg! Nein, Julpa, du hast mich nicht zum letzten Mal gesehen! Ich habe Spione! Spione, die dich für immer erledigen werden! Julpa! Das nächste Mal, R2, gehst du nach oben. Und für deine Hilfe und deinen Beistand, Jen Tosh, ernenne ich dich in meiner Eigenschaft als König von Tamusan zum Berater des königlichen Hofes. Ich danke dir und werde dir ergeben dienen, als dein Freund. Ja, du hast recht. Vorrangig als...
Und für dich, Jessica Mead, habe ich veranlasst, dass du ein neues Schiff und eine neue Eskorte erhältst, die dir immer zur Verfügung stehen. Ich danke dir, aber ich habe vor, noch eine Weile hier zu bleiben. Denn es kommt selten vor, dass eine alte Eisenhose die Gelegenheit hat, mit königlichen Hoheiten zu verkehren. Und außerdem, glaube ich, ist mir jemand verpflichtet, weil er mich hierher gebracht hat. Ich bin froh, dass uns beiden dieselbe Ehre erwiesen wurde, R2, obwohl ich viel mehr als Höfling von Nutzen sein werde als du. Und außerdem, du könntest ja keinen Baron von einem Banter unterscheiden. Was hat das zu bedeuten? Nehmt sofort die Hände von den durchlauchten Hoheiten. Oh, siehst du, lass dir das eine Lehre sein, R2. Der Schein trügt oft. Mit solch einem Wortschatz kommst du als Hofberater natürlich niemals an. Jedenfalls nicht bei mir.